Gewerkschafterinnen erfahren beim Protest gegen die AfD in Essen massive Polizeigewalt. Ich bin Lea, ich bin von Klasse gegen Klasse und wir sind heute hier bei den Gegenprotesten, um den AfD-Parteitag zu verhindern. Es ist richtig, richtig gut, dass der DGB und die anderen Gewerkschaften mobilisiert haben, sich heute hier auf der Straße an Aktionen, an Blockaden und an der großen Demo zu beteiligen. Aber der Kampf gegen rechts kann nicht nur allein dabei bleiben, sondern muss auch tagtäglich in den Betrieben geführt werden. Und vor allem muss er sich auch gegen die Regierungspolitik richten. Er muss sich gegen einen Olaf Scholz richten, der sagt, wir müssen wieder im großen Stil abschieben, gegen das Rückführungsverbesserungsgesetz, gegen die GEAS-Reform, gegen die Bezahlkarten für Geflüchtete und so weiter und so fort. Denn die Ampelregierung passt sich der AfD an und trägt ihre Kriegs- und Verarmungspolitik weiter mit und bereitet ihr erst so richtig einen Nährboden. Was wir eigentlich brauchen oder was heute auch noch richtig gut gewesen wäre, wäre, wenn die Gewerkschaften die Beschäftigten in der Halle aufgerufen hätten zu streiken. Die Beschäftigten haben sich auch nicht ausgesucht, dort arbeiten zu müssen. Und vor allem, was auch richtig wichtig ist, brauchen wir politische Streiks gegen rassistische Asylreformen, gegen Abschiebungen, gegen Angriffe auf feministische Rechte und aber auch gegen die materiellen Auswirkungen des Rechtsrucks. Das heißt Kürzungspolitik, Sparpolitik, gerade in den feminisierten Sektoren wie Gesundheit, Bildung, Soziales oder Erziehung.